Jo! Ja, nein, vielleicht. Ja, doch, okay. Also da müssen klare Calls kommen. So. Also sollte man vielleicht schon im Ladebildschirm absprechen, damit man sich so ein bisschen drauf verständigen kann. Wenn Alistar zuerst W-Skillt, hat er verkackt. Warum sagt er W? Jo, warum sollte er W skillen? Alistar ist auf Level 1 ziemlich scheiße, ehrlich gesagt. Also klar, er kann Flash W, Flash Cure oder irgendwie sowas machen, aber unwahrscheinlich, sehr unwahrscheinlich, dass er das macht, weil er ist dann in der Hail of Blades Kaiser drin. Nelilia hat auch einen guten Schaden im Early Game, dank True Damage. Rakan ist auf Level 1 super stark mit seiner W und generell. Also, da wird kein Alistar reinflashen ins ganze Team. Ja, dann lass sie hier, Um dich wegzuhauen. lass sie hier einfach hier Ja. kammern. Ja, okay. Ich meine, Alistar kann nicht invaden. Und Kann Q und Flash wenn er. machen. Er diskutieren immer noch. Der Jungler sagt was, was auch decent richtig ist, und dann bleibt man auch dabei. So. Er kann das machen, klar kann er das machen, aber es geht hier um eine Voice-Command-Analyse. Und da diskutiert man nicht, was er machen kann, sondern man diskutiert über das, was wahrscheinlich passieren wird und wie man vorgehen will. Und da hört man auf, dann über solche Details zu diskutieren. Ich denke mir, das ist jedem klar. Und wenn Amumu mit Flash Kill. So, einfach hier chillen. Ja, lauf schon Stunlock nicht für First Blood. Okay, Amumu hat da Das gewordet. ist Das auf jeden heißt, Fall Ward. die Baka, willst du reinspringen? Nee, wartet mal. Panda sagt jetzt, wartet mal. Geht hier rum. Ich habe mir schon gedacht, was er vorhatte. Amumu schreibt da schon GG Rage Quit, aber ich glaube, das war irgendwie ein Bait oder Ist sowas, aber Alistar da nicht. drinnen? Nein. Der hat nur gewordet. Hier pinkt sie, yo. Und da dachte ich, okay, gehen wir mit. So, aber wir können. Ich bin dann auch hochgelaufen, aber ist da keiner gefolgt. Ich glaube, ich habe den Call verstanden, die anderen glaube ich eher nicht. Ich glaube, der Turm. Ja, der Turm hättest du Wir so, können hier so unten gesehen. lang. Ja, dann müssen wir aber gesehen werden. Ist ja sinnlos. Ist der Plan? Die Zeit haben wir nicht. Egal. Ja, ich frage auch, was ist der Plan? Weil der eine pinkt da rein, der andere, die stehen da noch alle hinten. Also da hätte er auch mehr kommunizieren müssen, Panda, so sagen, yo, wir gehen hinten rum. Oder irgendwie sowas. Lass chillt einfach. Ja, einfach chillen. Er sagt nur, er pinkt 10.000 Mal. Ja, wieso wohl? Aber eine Sache will ich kurz wissen, okay. Ja, Amumu hat da. Die sehen das, weil der Tower sieht uns halt, wenn man da um die Das Ecke läuft. heißt, die Baka, willst du reinspringen? Okay. Dann müssen wir aber gesehen werden. Ja, man kann da um die Ecke gehen, aber. Also, um die Ecke kann man gehen, aber man wird auf jeden Fall gesehen. Außer Rakan kann rüberjumpen und so. Kannst du Red Buff machen für unseren Jungler? Richtig. Die Red Buff machen. Aber Boah, empfehlen. also Oder du Amumu wartest macht. halt hier, ne? Amumu wird niemals invaden. Das Also, stimmt auch. er kann er machen, aber es wird kein. Also, er wird niemals invaden, das ist klar. Kann er machen. Das sind so Calls, die sind so, ja. Aber es bringt uns nichts, so für den Plan. Kann er machen, aber nein, wahrscheinlich nicht. Also das impliziert das ja schon. Der invadet nicht, das recht. Amumu ist jetzt nicht der typische Invader. Oh, guckt euch, was ich für eine safe Route gehe. Guckt euch an, was ich für eine safe Route gehe. Schlechter Call. Dann eher sowas wie, ja, die könnten schießen. Wow. Das ist halt so Also, ich unnötig. bin krass. Ich Ich muss brauche nichts natürlich mehr so dazu wenig. sagen. Da hat Wie Panda viele jetzt Leute in auch Lane noch einen Kaffee Kommentar sind mit abgegeben. 10 da Kaffee? Das ist sehr. Das ist jetzt Okay, so ohne einen Pink Informationen, machen mich, da freue ich mich schon drauf. die selber flüssig sind. Ach, Panda haut jetzt gleich noch was raus? Nee. Sonderauto checkt mich. Doch. Und an dem Punkt war mir schon klar, wir gewinnen kein Game. An diesem Punkt war mir klar, als ich auf die Lane gegangen bin und Panda diese Töne von sich gegeben hat und alle anderen haben da vorher auch schon rumgeblödelt, wir gewinnen dieses Clash kein Game. Franz hat schon tiltet. Der startet Bot. Deswegen meinte ich auch, Franz hat jetzt schon tiltet. Der startet Bot, ne? Auch mal kurz zu erklären, warum ich ihm hier die Minions klaue. Er wollte den zweiten Last hitten. Er soll sich den zweiten für die nächste Wave aufheben. Lass uns
keine Ahnung, nicht versuchen zu pushen. Wir können so easy engage. Obwohl, wenn er engage, kann ich halt auch rein. Das ist okay. Da ist es besser, die zum für den Level 2 aufzuheben. Sich Relic Tree für Level 2 aufzuheben. Weil man dann schneller Level 2 hätten kann. So. Ich will jetzt aber nicht so viel über meine Lane reden, das können wir separat mal machen. Wir wollen eigentlich nur auf Voice hören. Oder der Gang vielleicht Top Lane. Ja, Top Lane. Okay, das ist etwas, wo ich sage, okay, das kann man noch bringen. Ich sag's wirklich auf. Könnte man sagen, easy gang Mitte, ne? Ja. Ich hab keine Ahnung, halt. Fox sie ab und dann ist sie weg, irgendwie, glaub ich. Du kannst es doch verlinken, Bravo. Boah, ey, der Joker hat. Ich finde das schön, wie das Panda sagt. Er sagt, ich würde mal sagen, easy gang Mitte. Babu reagiert sofort und sagt, ja. Und das finde ich geil. Er kommuniziert easy gang Mitte. Er sagt nicht, komm Mitte. Mitte ist easy. Mitte ist free oder irgendwie sowas. Also er sagt das schon irgendwie so ein bisschen. Aber er fordert ihn nicht dazu herauf zu ganken. Sondern er sagt sowas, ist gankbar. So. Und damit meint er halt, gank würde sich vielleicht lohnen. So, Babo kann jetzt die Entscheidung machen. Lohnt es für mich jetzt eher zu farmen oder zu ganken? Er sagt sich, jo, wir können ganken. Und so eine Kommunikation finde ich, das sollte so der Knackpunkt einer Kommunikation sein. Man gibt dem Team halt Tipps oder Ideen, wie man das spielen möchte. Und er kann selber dann entscheiden, ob er für den Play geht oder nicht. Weil ihn dazu aufzufordern, irgendwas Bestimmtes zu machen, bringt meist nichts. Das bringt meist nur Stress ins Game. Gefühlt 0 HP hier. Bin unterwegs. Der hat kein Fleisch auf Babo. Ja, der hat kein Fleisch. Der ist tot. Das ist also okay. Ja, der ist auf jeden Fall. Amum ist dran. Amum ist top. Wir haben realisiert, dass er top ist. Der ist tot auf jeden Fall. Warte, kannst du wieder killen lassen? Ich hab EQ. Lol. Er ist geflasht. Hast du E? Oh mein Gott, das hat er. Der Reset. Oder? Nee. Hattest du den? Oh, geht schon in Base. Geh Base. Das finde ich übrigens gut. Mario war oben. Ja, genau. Mario hat da seinen Blick oben. Das heißt, er kann auch relativ easy pingen, ob jemand Flash noch ab hat oder was weiß ich. Finde ich gut, dass er so eine Cam mit seinem Cam da moved. Das ist genauso, wie du musst als Support spielen musst. Das macht deinem Carries das Leben deutlich leichter. Also Alistar scheint echt AFK zu sein. Oder jungled. Keine Ahnung. Ich denke nicht, dass er jungled. Er hat doch irgendwas geschrieben von Rage mit der Momo. Ja. Das ist technisch gesehen auch überflüssige Informationen von mir. Das ist ein harter Bait, aber... Der größte Bait des Lebens, ja. Da ist er hier hinten im Busch. Also mir geht's auch nicht, dass die Kommunikation flawless ist. Ja, das ist... Ja, wir waren nie da drin, ne? Ah nein, ist er nicht, okay. Ja, der ist weg. Aber darum geht's auch gar nicht. Es geht so ein bisschen darum, um vielleicht Verbesserungen aufzuzeigen und wer was von sich halt übernehmen will. Also wer ist hier nicht dran? Kann er halt für sich selbst entscheiden. Wenn er da sein sollte, würde ich auch moven. Aber ich glaube nicht, dass er kommt. Könnt auch gucken, dass er... Ich will mal kurz eine Sache erklären, warum ich das mache. Ich werfe die ganze Zeit mit meiner W-Up von Verschwende so Mana, mache ich deswegen, weil ich will meinen Test auf Blatt auf Cooldown halten. Das ist kein Analysevideo, das machen wir mal in einem anderen Video. Wo kann Bot denn kommen? Ey, Joga, der hat die gebaut. Nee, macht er nicht. Dein Red ist noch ab, ne? Den solltest du. Ja, ich weiß. Wir pushen ihn halt konstant jetzt rein. Ich weiß, also wenn er kommt, wird man. Was, lass uns versuchen, die Platte zu nehmen, gleich. Weil ich kann das ja gut defenden noch. Wow! Ich liebe es, Mann! Ich will weglaufen, bin gestunt. Und weil ich nicht laufe, macht er einfach automatisch einen Auto-Tag. Ich werde sichtbar und die killt mich mit einem Auto-Tag. Armer Panda. Jetzt macht er gleich den Call, lass die Saya dive. Ich weiß, sie ist bei Level 6. Also, man müsste mal gucken, dass man vielleicht mal Botlane divet. Babo. Nein, das willst du nicht. Die wird Level 6 sein und dann willst du sie nicht diven.
Selbst dann kann man sie diven. Man muss es halt nur koordiniert machen. Nein, kannst du nicht. Du kannst, weil es da ja Level 6 ist, kannst du sie niemals diven. Kommt natürlich drauf an, wie gut sie ist. Aber wenn ich Level 6 bin, kannst du mich niemals diven. Kann die Ult ausbilden, oder? Also wenn ich Saya spiele, kriegst du mich nicht gedived. Dodgt man alles. Muss ja nicht komplett drauf gehen wie so ein Wikinger oder so. Und ehrlich gesagt sollte er da auf meine Erfahrung auch hören. Ihr nimmt da. Ja, okay. Was, wenn ich Wikinger bin? Ah, hey, er ist da. Oh. Level 1 ist er. Da sollte ich übrigens, wenn er schon am Reden ist, dass Alistair da ist, ihm den Call überlassen. Der Account hat mich schon auf Level 1, weißt du? Wir können basen. Wir haben 50 Sets. Ja, dann hoffe ich runter, dann können wir schon. Schlechter Call von mir. Ich sag Babu ist noch top. Ich sollte sagen, Drake's up, Jungler könnte kommen oder irgendwie sowas. Und nicht Babu ist noch top. Das klingt so, warum bist du da? Schlechter Call auf jeden Fall. Hätte man anders sagen sollen. Der Drake hat immer noch kein Flash, ne? Der ist ja auch mal im Turret. Hat der Ult ready hier, ja, ne? Ja. Aber der hat, nein, jetzt hat er nicht mehr. Er hat kein Ult mehr. Okay, oh, ja. Let's go. Das wird übrigens auf eine Aufnahme für YouTube. Bist du ganz sicher? Ey, der hat gerade wenig gemacht. Der hat auch nur kein Flash, weil Flash sollte gleichzeitig ab sein. Der hat einen Stack auf seine Ult. Ach, schön, Bubble. Du musst auch steppen gleichzeitig beim Auto. Okay. Ich will kurz noch erklären, warum das so wichtig ist. Wie wir das jetzt auseinandernehmen. Warum es wichtig ist, wie man mit jemand redet. Es ist so, das wisst ihr vielleicht, 60% von dem, wie man etwas wahrnimmt, nimmt man über die Körpersprache wahr. Das Problem ist, wir können uns ja in League nicht sehen. Also wir sehen uns ja nicht untereinander, wenn wir miteinander reden. Das heißt, da ist die Wortwahl und wie man redet, ob man genervt klingt und so, macht sehr viel aus. Und deswegen ist es super wichtig, wenn man im Team spielt, dass dann die Art, wie man spricht, dass das on point ist. Auch wenn zwei Sachen wie Combot oder Bot hat keinen Flash mehr, diveable oder irgendwie sowas, ist viel netter als Combot jetzt oder so, wir diven jetzt, so, yo. Deswegen ist das so super wichtig, dass man sich das auch angewöhnt, vor allem im Clash. Hey, alles gut, das ist sonst das dauert zu lange, wir wollen jetzt draken gleich. Muss erst mal machen. Auch hier, das dauert zu lange. Unnötig. Warte, jetzt Level 1, Lord. Das ist auch wieder unnötig. Ja, ich hab den nicht gemacht, weil ich Toplane helfen musste. Ich wusste übrigens die ganze Zeit, dass er Level 1 ist. Also, dass er LOL sagt, das war jetzt nicht verwunderlich. Ich wusste, dass er Level 1 ist. Das war wieder unterschwellig, so ein bisschen. Ey, warum ist er 1? Wir sind Minute 6. Das sollte schon Respawn sein. Dann hab ich von meinem Momo den Du aufgemacht. Okay. Ja, ist okay. Das ist gut. Muss halt nicht entscheiden, Babu. Ich würde dir auch empfehlen, erstmal deine Camps zu machen. Ach scheiße, ich hab meinen Zweck. Oh je, die Pulse. Boah, ich liebe die. Ich mag diesen Call gar nicht. Du solltest erstmal deine Camps machen. Das ist so basic. Und dieser Call sagt hier gar nichts. Ja, soll er die Camps top machen? Soll er die Camps bot machen? Soll er invaden? Und das ist so von so vielen Faktoren abhängig. Klar, ein Jungler sollte Camps auch machen. Das ist... So funktioniert Jungle und das weiß Babo auch. Ich mag solche Calls gar nicht. Das ist so allgemein. Ja. Und das weiß auch selber. Lass die pushen. Ja, Babo, mach jetzt komm. So, ich weiß, es war anders gemeint, aber... Oder selber Drake machen. Ich bringe jetzt hier den Call, dass ihr die nicht pushen lassen könnt, denn Drake ist ab. Weil so schlimm finde ich es jetzt auch nicht. Lass mich. Das meine ich. Er weiß jetzt nicht, er kennt sich nicht so gut aus damit. Aber wenn du Drake ab bist, du darfst dich niemals, niemals darfst du dich reinpushen lassen. Die Gegner kriegen Lead, das Game ist over. Das ist das Schlimmste. Das ist das Schlimmste, was dir als Botlane passieren kann, dass du dich reinpushen lässt, während der Drake up ist, Midlane auch noch Prio hat, der gegnerische ADC kriegt 3 Kills, deine Lane ist over, das Game ist over und du bist schuld. Da ist auch nicht dein Jungler schuld, da bist du alleine schuld, wenn so du dich da reinpushen lässt. Das ist halt so mega deep drin, du musst eigentlich nur den richtigen Moment uptimen und dann killst du den. Oder da wird gebotet. Die Gangs. Das ist auch wieder unnötig im Forum. Lass mich klären, ja,
Wir nehmen den. Also, wie man merkt, die Hälfte der Kommunikation ist einfach Trash Talk. Wir machen jetzt Drache. Jogan müsste kein TP haben. Ich habe auch kein TP. Wow, sie trifft mich. Da habe ich gemerkt, dass mein Scoreboard nicht sortiert ist, ganz schlecht. Scotch. Ah, die ist eigentlich echt scheiße, den Missan. Wollen wir Mitte schnell ganken versuchen? Ja, ich sag mal so, also die Ganken. Er ist halt richtig mad, ne? Völlig zu Recht. Ist völlig mad und das mit Abs. Mit. Völlig zu Recht. Lass mich an. Ich hab hier oben auch Level 6. Ich weiß, dieses. Ich wollte es eigentlich nicht callen. Die Sache ist, als ADC ist nicht deine Aufgabe zu callen, Mitte zu ganken. Aber ich habe schon die ganze Zeit gesehen, dass Panda die ganze Zeit Ganks braucht. Und dass ihn. Und Akali, so ein Kill oder ein Assist kann dich richtig enablen als Akali. Du brauchst nur dieses eine Item. Wenn du das hast, schnäpselst du alles weg. Und deswegen. Es ist immer sehr sinnvoll, eine Akali zu ganken und deswegen habe ich jetzt den Call gemacht. An sich ist es ein schlechter Call, also der Call war gut, aber es ist schlecht, dass er von mir kam. Als ADC darfst du solche Calls eigentlich nicht bringen, weil das dein Team machen muss. Weil du als ADC nicht so wirklich den Überblick hast und vielleicht ist der Gegner bereit zu counter-invaden und mein Supporter hat das schon gerafft und getrackt und deswegen kommt der Call nicht. Deswegen eigentlich schlechter Call, aber an sich gut umgesetzt. Ich brauch unbedingt Schuhe, das ist ja schlimm, oder? Weil als ADC hast du oft nicht den Überblick. Was sonst noch so auf der Map los ist, dass du das anständig beurteilen könntest. Ah, die ist nicht durchgegangen. Das hat weil wenn dann auf einmal ein Gang kommt, wo die EQ-Kombo trifft, dann macht man einmal Damage, dann geht die ein bisschen zurück, hat so ein bisschen Respekt und kann ich auch anfangen zu roamen. Aber ich bin konstant immer so ein bisschen out of farm. Schön, die E war gut. Da wollte ich die Saya W rausbaiten. Ja. Hat auch funktioniert. Auch ich habe halt noch Full Mana, deswegen ist seine. Das seine Helfbar. Wir sind halt deutlich stärker als die. Kann sie eigentlich nicht viel machen. Aktiviert sich die E automatisch, wenn die Folge. Ich habe immer noch Full Mana. Oh Gott, Midlane Gang. Oh cool. Ich werde genau da aufgedeckt. Okay, unlucky. Ich komm nicht weg, Alter, leck mich doch. Okay, Panda. Wave. So. Das ist so ein guter Call gewesen. Wave. Babo kann jetzt die Wave nehmen. Macht er, glaube ich, auch jetzt gerade. Ich sag nur Wave. Mehr nicht. Ich hab's noch ein zweites Mal ein bisschen lauter gesagt. Und dann kann er entscheiden, will ich die haben oder nicht. Okay. Mal gucken, ob der Reaction Time hat, ja. Momo ist top, Lane. Okay, das war ein wunderbarer All-In. Was haben wir alles bekommen? Ein Flash und ein Ult. Ich glaube schon. Schön, dass er hier darüber nachdenkt, was er bekommen hat. Der gerade geultet, der Minion. Ja, ja. Oh, die machen gerade. Hier sollte ich übrigens, ich bin hier mindless sehr am Pushen, das ist richtig blöd übrigens. Aber ich kann es lieben. Du bist 2 Level 1, dein Smite ist wesentlich stärker. Du hast ja gesmited, um Leben zu kriegen. Ich hab Fake gesmited. Ja. Du hast bei Pause HP oder so gesmited. Ja, leider. Das ist. Pult, man, das ist. Schön, dass ihr keiner mehr diskutiert. Babo, ey, lern smiten. Hätte ja auch kommen können. Gut, dass keiner diskutiert, das war noch in Ordnung. Ach ja. Übrigens auch unnötig, ach ja, zu rufen. Doch. Also das habe ich mir irgendwann mal angewöhnt. Schlechte Angewöhnung, vor allem Clash. Nein, ich wollte Midlane an und Toplane. Ich sage nicht, dass man im Solo-Queue oder im Flex auch so reden muss. Aber wir spielen jetzt halt hier im Team und da ist das deutlich wichtiger. Beide verkacken gerade. Oder man bleibt einfach mal geschmeidig. Und das ist ganz wichtig. Nein, und Toplane dabei. Ist ganz okay, denke ich. Aktuell nicht so gut. Es läuft aktuell nicht so gut. Doch, nö, es geht eigentlich. Ja, es geht. Nein! Bot und Top! Nee, Top und Mitte! Innen rein! Wir müssen die reporten! So kam es rüber, ne? Ist ganz okay.
11, denke ich. Nein, ich wollte Midlaner und Toplaner. Beide verkacken gerade. Und da meint auch so Panda, einfach mal chillen. Noch ist hier nichts verloren. Der hat absolut recht. Oder man bleibt einfach mal geschmeidig und redet nicht alles madig. Dann können auch die Midlane und die Poplane sane bleiben. Und da ist Stille. Und ich glaube, hier hat er ihn gemutet. Oh, schon gerade ein OTP. Jo, schon gerade ein OTP. Und so sehr ich Panda verstehen kann, dass er ihn hier mutet, kann ich verstehen. Ich muss dann eigentlich auch aber das sollte man nicht machen. Obwohl, nee, ich kann es eigentlich halten. Falls er... ja, und ich habe Panda vor Clash gefragt, ob er wirklich mit Mario spielen will. Also, das passt. Ich hätte Ult haben. Ach, Midlane Herald, Midlane Herald. Ey, soll ich da... warte, ich TP Midlane, ich TP Midlane, ich TP Midlane. Ja. Das ist die Chance. Das war irgendwie weird für mich. Lol. Ich hab gar nicht gesehen, gar nicht ihre E gesehen. Was ist so mit der E? Botlane. Ist geflasht, auf einmal hat die ganz anders. Das war irgendwie seltsamer. Die ist nach vorne geflasht und dann hat sie zurückgeeht. Ja, weil wenn sie getroffen wäre, wäre sie tot. Weil sie hätte die E nicht mehr rausspielen können. Ne, ich hab ihm so gesagt, du weißt, dass wir mit Mario spielen. Willst du das wirklich machen? Also ja, entweder mute ich ihn oder wir schreien uns an. Und ja. Das ist scheiße, ne? Ich meine, die war alleine, man hätte sie unter Level 6 stylen können. Pass mal auf, passen jetzt. So. Das war eine lange Analyse. Also, Dings von der ist hier vorne, der ist hier vorne irgendwo. Der hat irgendwo die Pflanze benutzt, die ist vorne. Ja, der ist hier. Ja. Da unten, hä? Ach, ja, der ist da hingegangen. Hat's auf mich da oben noch getroffen. Ja, warte, ich bin nicht da. Unten. Ich bin nicht da. Ja, jetzt bin ich da. Ja, die haben hier gar nicht gewonnen. Den Pinkwort klären, pass auf. Ah! Last Hitten! Oh, ich versuche da die ganze Zeit die Saya anzugreifen, greife mir außer den Minions an. Ey, ihre Kuh verschwindet immer die Animation, warum trifft sie? Oh, sie hat ihre E raus. Ja, bloß. Er ist doch kein Fleisch. Der hat geultet. Amumu ist hier irgendwo da, ne? Ja, der ist noch weg, der kommt. Jetzt kommt er. Ich versuche alles da dran zu lassen. Nice. Schön. Der Cho'Gath hat immer noch kein Flash. Oh, komm, Botlane, Achtung. Ja, wir müssen zurück, wir müssen zurück. Ich bin da zum Counter-Ganken. Ja, nee, geh weg, Babu. Können wir nicht fighten. Ich trau uns das nicht zu, gerne recht. Können wir auch nicht fighten, übrigens. Wir wissen, dass du da bist. Dann EQ rüber. Warum? Weil die EQ rüber, mach das. Ah, dein Hexfleisch, der Hexfleisch. Ja, jetzt müssen wir... Los, Botlane, 4 gegen 3. Ich bin fast da. Ich bin da... Das war übrigens richtig better fight. Hier war Babu schon tot. Bis dann. Sag nein. Hier bin ich nicht über die Wand gekommen, knapp. Ich lasse noch TP aufpassen. Oh scheiße. Warum nicht einmal haben? Wir können da nicht move. Wir können da nicht moven, hier hinten. Deswegen waren wir auch zu spät da und deswegen hat sie alles bekommen. Dass ich da nicht vorher engagen lassen. Ich fällt's auf. Nö, ist auch nicht. Ja, aber. Ja. Vielleicht fällt's auf. Ist so schön, guys. Nö, ist auch nicht. Ja, aber. Wir haben halt kein Lern-Prio. Du musst auch dann drauf aufpassen. Die Prio war in dem Fall übrigens egal. Also dann beim nächsten Back, meine ich. Ach, ich vergesse das dann. Er hat die ganze Zeit Silber vergessen. Auch zu viel geredet hier von mir, aber egal. Hat ihr gerade keine geredet? Und ich glaube, hier waren einige auch schon mad. Botlane ist aktuell gewählt. Sieht's
Oh mein Gott, die Sandra, Alter. Botlane ist Base. Wir pushen, dann können wir eventuell mehr. Roam oder Platings nehmen. Ne, Platings ist Quatsch. Ich hab kaum Leben, aber ja. Weiß. Ich hab nicht von meinem Jungle Sweeper. Hätte jemand, der ein oder andere hat vielleicht einen Skillfehler von mir gehört? Okay. So geil das Match, oder? Nee, aus anderen Gründen. Lohnt sich nicht, sich zu zeigen. So gab kein Ult. Wir wurden wahrscheinlich schon gesehen, wir sind Safe Words, also von dem her. Ich komm top lane. Jo. Was ist das hier? Er setzt sich Essen für immer Gott. Ich call hier das Item, das ist wichtig. Übrigens, das hab nur ich gemacht. Es ist wichtig, die Items der Gegner zu callen. Es sollte jeder auf der Lane eigentlich übernehmen. Ich weiß nicht, warum die Gegner, warum mein Team das nicht macht, aber das ist eigentlich essentiell, weil Items spiken, also Champions spiken jetzt mittlerweile auch härter mit Items. Können wir das halt in der Lane schreiben? Ich würde übrigens nicht alles analysieren jetzt. Ab irgendeinem Punkt ist es eskaliert. Da kamen dann diese Renders und hast du nicht gesehen. Ja, das kannst du nicht halten. Komm, der Stempel. Oh Gott, ja, scheiße. Oh, ist echt strong. Hat ein bisschen unterschätzt. Obwohl er ein Level davor behind war. Mach doch den Minion. Ich mach das hier, um einen Slowpush zu kreieren. 5 Sekunden TP. Damit ich ein Back kriege. Kannst du ein Ward vielleicht in den Busch setzen? Joga mit TP Toplane. Also wenn ihr Botlane einen guten Ward platziert, kann ich ihn setzen mit Ult. Jetzt ändert sich das Ganze natürlich. Jetzt war der. Jetzt push ich hier. Ich würde aufkommen. Ich habe in 10 Sekunden erst Sleep und kein Flash. Kannst in Lane gehen. Ich sag hier, du kannst in Lane gehen. Ich weiß nicht, warum es Papo nicht gemacht hat. Vielleicht wusste er nicht, dass es für ihn gedacht hat, aber am Waveside könnte man es sehen. Vielleicht hätte es da ein bisschen direkter sagen sollen, weil er nicht wusste, dass er gemeint ist, weil er das sonst nie macht. Ich weiß es nicht. Deswegen pushe ich auch so ein bisschen. Und dafür, dass es sich jetzt halt nicht entscheidet, in Lane zu gehen, ist der Gang kacke, weil ich pushe. Warte. Versuch hier ein Wort zu platzieren. Ich hab jetzt 2 potenzielle gute Words platziert. Auch Mario hat's nicht kapiert, was ich vorhatte, leider. Also vielleicht hätte ich es genauer erklären müssen. Ich dachte, wenn mit der Aussage, du kannst in Lane gehen, reicht das schon aus. Das ist etwas, was man dann in der Nachanalyse besprechen kann. Er hat halt Vision gesetzt da und ja, damit war klar, okay. Mein Support-Item ist fertig. Ja. Bitte, Miss. Wir kriegen ja keinen Gang zustande. Hier war der Gang eigentlich schon doomed. Ich kann nicht Toplane gehen, sonst mit Tower noch. Ich geh mal. Die wissen es auf jeden Fall Bescheid. Bitte? Bitte kein. Yo! Ich hab den Ward nicht gerafft. Wir stehen im Ward übrigens. Oh, da ist Namu. Das ist übrigens etwas, was er nie machen darf. Das regt mich auf! Es gibt viele von uns, die das machen, Lizzie. Du weißt, wen ich meine. Ich bin behind. Das regt mich auf. Die outscalen uns. Solche Sachen, auch wenn sie vielleicht stimmen, bringen dem Team nichts. Und im Gegenteil, die machen das Team nur noch toxischer. Und solche Sachen reihen sich dann halt aneinander und machen dann halt die ganze Erfahrung extrem toxisch. Kannst du Botlane TP'en? Kannst du Botlane TP'en? Ja. Mach. Das hätte übrigens auch schöner sagen können. Bot TP oder irgendwie so. Oder irgendwie sowas. Oder ein Top Bot Gankable, so. Lilia Bot Gankable. So. So, chase mich auf Top. Auch wenn das so kleine Unterschiede okay, sind. Amumu kommt. 10 Sekunden.
Ja, kannst du Top Lane halten? Mitte, kann irgendwer Top Lane halten? Ja, ich weiß nicht, wer ist sofort. Und irgendjemand, der kommt jetzt. Wir verlieren in der Mitte, das ist. Mir ist immer aufgefallen, immer wenn wir mit Assassins Mitte spielen, verlieren wir den ersten Turm und dann spielen wir auch deutlich später, schlechter. Das ist echt auch. Okay, das ist nicht Botlane. Ja. Auch hier der Call, Babu, du könntest hättest nicht Botlane gehen müssen. Sinnlos. Babu, Botlane. Er will mich killen. Ja, Mumu ist glaube ich auch nicht alleine. Lissandra fehlt. Ja, Lissandra ist wahrscheinlich irgendwo in ihr Botlane, Babu, pass auf. Ist basen. Ich denke, sie ist gebased. Aber Mumu ist da. Und sie hat Pinkboard. Scheiß drauf, geh weg, Babu, du wirst. Das? Scheiß drauf, Babu, geh da weg. Du stellst Pink Wards, um den zu verlieren oder so, hat er dann auch noch gesagt. Sonst noch angekillt oder so. Das war my bad. Ich hätte da hinwerfen können, wir hätten den killen können. Das war my bad. Und er flamed Babo dafür. Er sollte da keinen für flamen, denn er überblickt es einfach nicht. Die Situation. Ich hab da, war da zu viel, viel, viel zu zimperlich. Ich hätte da instant hingehen können, wir hätten ihn killen können. Oder wenigstens wegforcen können. Die Lissandra hätte auch nicht so schnell moven können. Killen vielleicht nicht, weil das wäre zu risky gewesen, das Chasen. Also my bad, overall. Sonst hätten wir den Pinkwort behalten, at least. Ich zieh einfach einen Mord oder so, keine Ahnung. Ja, jetzt mache ich im Sugar of Damage, jetzt wo ich Lian. Bitte Pinkwort platzieren, damit er zerstört. Platzier ein Wort hier. Platzierst du ein Pinkwort, damit er zerstört wird? Ja, du hast gerade gesagt, du sollst ein Wort platzieren. Also, das ist so nur. Das gehört sich so gar nicht. Jetzt kann ich nicht mehr zu ihm gehen. Aufpassen. Jetzt kannst du rein. Besser rein. Er hat keine Q. Nur aufpassen, wegen seiner Ult. Kill den, kill den. Ein Auto-Tag. Und da dive ich in ein paar Leute rein. Überlebt das. Jetzt sag nicht hin, komm mal, das ist so ein Witz. Nein, ich hol mir den. Ich hol den Zahler. Der läuft. Oh je. Yeah. Oh. In dem ersten Game. Ich will euch mal dazu sagen, in dem Game habe ich mechanisch so bad gespielt. Ist egal, lass uns spreken. Last Board? Ja. Ich habe immer noch keinen Spiel bekommen. Ist von der Umstände noch gut. Ich hoffe, dass ihr euch nicht wartet. Dann wirst du meinen Platz. Also so, ich würde jetzt gerne noch mal zu einigen Stellen skippen. Alles da geht weg. Wir kommen mit Lang, sei es at Botlane, ne? Achtung, ja, Mumu ist auch hier irgendwo. Mhm. Ja, das ist okay. Die baitet mich auf. Auf die Sandra drauf. Ja, Mumu ist da. Ey, Chogaflug für Tibi. Chogaflug, raus. Der ist top, der Tibi. Nein, der ist weg. Wir haben Sugar übrigens gerade hier gesehen. Oh, sehr schön. Sugar ist irgendwo hier. Ja, nicht hier. Wo ist dein Schulen? Guck für Tibi. Sugar Tibi, raus. Sugar Tibi, hier vorhin. Der ist top, der Tibi. Nein, der ist weg. Okay, haut ab. Ich hab den gar nicht gesehen. Das war ein schlechter Call. Es war ein Fehler, der Call. Man hat ihn eindeutig top gesehen, wie er TP'd nach unten. Man hat ihn sogar gesehen, wo er angekommen ist. Ganz schlechter Call. Ich habe halt drauf vertraut, blind. Musst du halt auch im Team. Ja, nicht ist der Typ TP'd? Das war der erste große Fehler von Babo, den ich gesehen. Der zweite. Wahrscheinlich in seine Base, wo sie keine Ahnung. Ey, Jungs, ich habe jetzt alles ab. Ne? Ich habe Flash, Ult, TP ab. Fahren weiter. Das ist übrigens auch was der Supporter machen soll, hier Ping. Ey, die Gegner haben hier einen Ping-Wort drin, ne? Ja, haben wir gesehen. Auto muss weg, Mach die Wave schnell, und dann baue ich so schnell ab, wie es geht. Sandra ist auf dem Weg hier. Du hast keinen, das ist okay. Ich bin so ein Inter. Okay.
AOE, das ist ja übel nötig. Das passt in der Combo am Mumut, die ist dann drauf. Und was da? Der hat kein Vieh mehr. Ich spend hier. Der macht dich einfach, ne? Ach du Scheiße, ja. Ich hab ein Schild für dich. Warum auch immer ich da hinmuffe? Jake hat jetzt gepinkt. Ich weiß nicht, was Zahler ist. Und Alistair. Alistair hat sich kurz Mitte gezeigt. Ich move Richtung Drake, ne? Ich reset und ich hab fuck gesagt, ich hab realisiert. Yo, ich kann nicht mehr basen. Und ich hab zu viel Gold. Ich musste Mitte rein pushen, weil Drake gleich kommt. Und dann resetten ist immer drin. Wir haben halt. Jetzt kommt halt der Drag. Wir brauchen die Soul, sonst können wir das Game nicht tollen treten. Das hat gerade aber kein TP, wir können. Das wäre echt gut für uns. Hat gerade kein TP. Weißt du, was ist denn? Panda. Wo Spotlane raus, das ist hier. Nur noch Motto. Und dieser Fight war komisch hoch 2 Millionen. Jetzt okay. Leben. Komm jetzt bei Pinkbots im Dragon Pit. Ja. Der Alistair chillt da die ganze Zeit drin. Niemand greift ihn an. Stattdessen gehen wir auf den Drake. Kann den Attack nehmen. Hat die Sandra ult? Ja. So, Alistair ist jetzt einfach mal in unserem Team. Die hat die immer jetzt. Alle 60 Sekunden. Das ist noch so ein Alistair, ne? Ich sag, es war ein bisschen awkward für mich, zu sagen, dass da ein Alistair ist, weil eigentlich sieht ihn ja jeder. So. Das war so weird für mich. Ich dachte aber nicht an der kann uns rüberhauen, der kann dich tun und jetzt. Pass auf, nicht, dass du rübergehst. Das ist nicht gut. Joker? Haben wir überhaupt kein Wort für die andere Seite? Können wir den rauspullen, bitte? Können wir den mal eben rauspullen? Der. Aber wo ist drin? Hier geh ich übrigens nochmal rein. Scheiße, ich dachte, for some reason, da kann man noch was machen. Oh, let's go. Alter, also, warum ist das so schnell? Weil er Schuhe hat, keine Ahnung. Deadman? Ah, das sieht so schlecht aus, das Game. Das Game sieht so schlecht aus. Das ist wieder so ein Müllcall, den Mario gerne macht. Der Shogun hat halt einfach den. Ja, der klärt Vision. Ja, ich hab Ult ab, wir können hier für den Feind gucken. Übrigens, hier ist ein Tethering Müll. So. Der ist out of position. Der ist out of position, ich glaub, das ist klar. Ich glaub, das ist ein unnötiger Call. Hey, Sugar. Wer ist der denn hin? Er dachte, er könnte uns suchen. Ne? Sugar passt. Das fühlt sich an wie so ganz schön, wie die Missy aus dem Rausch. Chogat. Chogat ist so ein Champ, der hat super viel Leben, aber ist auch super squishy, auch wenn er Tank baut, gefühlt. Also man, die Leben schmelzen richtig weg. Ah, scheiße. Ist okay, Mann. Ich hab die Baron gekriegt. Lol. Ja, wir haben keinen Rissen. Diese zwei Items reichen. Und dann noch eine Xayah dazu. Wir haben die Baron gekriegt, auch ein unnötiger Call von mir, eigentlich overall. Hier? Hä, ja, wie doof war das? Kommt raus und dann. Alter. Auch von Panda hier, wie doof ist die denn? Schlechter Call. Es hat da einfach nichts zu suchen. Also, wir haben jetzt halt. Wir können damit nur nichts machen, ne? Wir haben jetzt halt. Wir sind richtig gut reingepusht. Wir müssen Mitte pushen. Wir sind richtig gut reingepusht und dadurch können die halt nicht stark sein. Die sind sehr weit immer auseinander und da können wir die mal halt holen. Und das ist safe. Wir können die Xayah. Ja, geht das Panda ein bisschen auf den Call. Ich glaube nur, ich habe den Call verstanden, dass man hier auf Catches gehen muss, wie er gesagt hat, wenn die weit auseinandergezogen sind. Ich glaube nur, ich habe den Call so wirklich verstanden. Und die kann mir auch direkt, glaube ich, ja. So, ja, ist egal, was du da sagst. Da können wir die mal halt holen. Und das ist safe. Hier, Mario sagt, ja. So, weißt du, was ich meine? So, ja, ist egal.
können die Xayah holen. Ja, oder ich will. Aber das war sehr clean von ihm kommuniziert. Das war jetzt nicht so auffordernd kommuniziert, das war sehr clean kommuniziert. Und Mario hat das halt leider so einfach abgetan. Ach, Amumu hier, geht zurück. Ich hab Flash, die hab ich ab. Ja, du musst aber nicht immer flashen dafür. Ich will immer flashen. Ist hier, oder? Egal. Timmy. Nein. So, jetzt schauen wir uns den Fight gleich mal an. Also, wir wissen nicht, wo Xayah ist. Also, Lissandra ist Botlane, aber die hat doch keinen TP. Wir könnten eigentlich in den Teamfight eingehen, wenn Babu hier wäre. Wenn Babu hier wäre. Der letzte Satz ist wieder so: Babu, komm! Ja, ich würde das sagen. Das sind so Sachen, die man danach besprechen kann. Wir haben unser Icon geändert. Das sind so Informationen. Ja. Wir haben nicht mehr das Bunte. Wahrscheinlich gegen Minion. Leute, das ist das blaue Minion gegen das rote Minion, ne? Sehe ich jetzt das. Egal. Ich kann. Ey, ich hab keine Worte. Da ist noch ein Wort drin übrigens. Von Stealth-Wort. Okay, warte, können wir das. Auch übrigens ist wieder ein Wort zu viel. Nein. Nur wissen, dass sie hier sind. Das ist wieder ein Wort und ihr habt das ist dumm, das ist dumm, das ist dumm. Der Call kommt danach. Das ist dumm, das ist dumm, das ist dumm. Raus, reicht völlig aus. Das ist dumm, sind erstens zu viele Worte und zweitens ist das schon eine Wertung. Und Wertungen haben, wie gesagt, nichts zu suchen im Game. Oh, schöner Dodge, schöner Dodge von Babu übrigens. Ja, raus, dann kommt der Call, Viermannslieb. Ganz rein da. An sich, auch in der Call scheiße war. Wurde ausgeführt. Ja, Ich hab gesagt, raus! Ja. Viermannslieb rein. Nein, raus, hätte Instant sagen müssen. Und dann hätten alle realisieren müssen, es ist kein guter Call. Das ist gut. Letztendlich gilt, man folgt immer. Also, es war kein klarer Call. Dann schien der Fight zu turnen. Durch diesen Sleep turnt dieser Fight auf einmal und es ändern sich die Conditions. Es ist immer noch ein schlechter Fight für uns. Rein da. Es war ein Call, ein schlechter Call, sollte man aber trotzdem sinnvoll ausfüllen. Dann hätte Mario Insta sagen müssen, nein, raus. Und da muss man dann einfach realisieren, okay, der Call von einem von ihm ist einfach, hat dann einfach ein höheres Gewicht, weil es ist. Erstens ist es richtig und zweitens der Support hat einen besseren Überblick als ein Top-Laner. Ich hab auch gesagt, kann man nicht einmal auf Kreuz hören? Kann man nicht, also so nötig. Ist das so schwer? Für eine Person. Für eine. Ja, okay, Ja, ich dachte all, okay, mein Fehler. Aber ist egal. Jetzt fighte ich hier den Shogat übrigens. Das soll ich mir nochmal anschauen. Wir gehen für Shogat. Das war für mich das Signal. Okay, ich gehe auf den Shogat. Ist am Haus hier. Hier ist da nach oben. Ist schon weg. Seht ihr, wie ich meine W die ganze die ganze Zeit mir aufhebe? Falls er mich cute. Die nutze ich, um die Q zu dodgen. Kommt von ganz außen. Übrigens gutes Kiting. Babu, ich komme von ganz außen. Damit wissen wir, wie wir uns positionieren müssen. Sehr wichtiger Call. Auch wenn das hier schon zu Ende war und der nicht an außen hätte kommen sollen, weil Shogat schon tot war. Sehr guter Call von Babu. Da muss ich ihn loben. Callen kann der Junge. Auch wenn die Calls vielleicht nicht immer gut sind. Callen kann der Junge. Auch wenn das jetzt wie ein Widerspruch klingt. Hast du eh gemacht, oder ein Schild oder so? Nee, okay. Also ein Schild weiß ich eigentlich nicht. Baron Up in 1,5 könnte man schon mal warten. Mit einer muss mit den Ja, ich geh grad schon weg.
Ja, ich könnte zwar wollen, aber die werden die ja halt doch eh sweet machen. Da stellt das so eine offene Frage. Pff, das bringt uns halt gar nichts. Ey, safe überall gewartet. Das ist Reaper. Uff. Hier hätte ich sagen müssen, ich wollte hier den Last Wisp haben. Mir haben noch 100 Gold gefehlt oder so. Ich bin mir nicht sicher. Ich gebase. Kann hier kaum noch Ich wollte halt das Last Wisp haben. Ich hätte dir sagen müssen, brauche noch 100 Gold. Damit man mich hier eher backupt. Also ich habe ja gesehen, ich habe auch so Backup. Ich hätte noch gesagt, ich brauche hier noch Backup für die Wave. Und deswegen sagt Mario jetzt auch gefährlich. Es ist absolut richtig, was er da sagt. Ja, muss ich da. Scheiße, muss er mich da wegpingen, egal ob mit Worten oder mit Pings. Kann mich da mit Danger Pings runterpingen. Dass ich da nicht sage, ich brauche hier noch Unterstützung. Ich bin schon Level 14. Ja, ich wollte mir noch kurz Last Whisper holen. Und deswegen muss ich jetzt sagen, ja, ich wollte mir noch Last Whisper holen. Anstatt dass ich sage, und das ist halt wieder zu viel Gerede. Ah, die haben ja einen Ping. So, darauf wollte ich nochmal eingehen. Heiß an dem Red Buff. Das Pinkwort. Heiß an dem Red Buff. Ja. Weil die splitten, die Lissandra wird rein TP'en, wenn die Wir brauchen Legend of Baron. Mach weh. Er ist jetzt schon wieder fast weg. Hallo? Hallo? Ob die Red Buff? Leiter auf Baron. Ich TP, ich TP. Und tschüss. Ich bin raus. Gehen da hier vielleicht eine Fight, ja, jetzt aber, I guess. Also, overall kann man sagen, klar, das ist jetzt sehr im Detail. Die Kommunikation in unserem Team war ziemlich bad. Dass hier die Calls gefehlt haben. Dass wir nicht die Comp ausgespielt haben. Das sind andere Sachen. Aber es geht erstmal darum, welche Fehler hat man innerhalb der bestehenden Kommunikation gemacht. Und das waren dann doch sehr viele, die dann overall das Spiel zu einer Solo-Queue-Experience gemacht haben. Und ich denke mal, das war mal ganz interessant zu sehen, woran das genau lag. Es klingt wie viele Feinheiten, die nicht ganz so wichtig sind. Aber in League ist es halt so, sind so die Feinheiten, viele, viele Feinheiten, die halt sich aufbauen und dann halt dazu führen, ob du halt eben entsprechend ein Lead dir aufbauen kannst und den Nexus zerstören kannst oder eben was abgibst und dann dein Nexus zerstört wird. Und ich glaube, wenn man das fixt, dann ist da viel mehr möglich. Ja, das vielleicht mal als etwas andere Clash-Analyse. Ja, und dann gibt es wahrscheinlich ein bisschen mehr theoretische Clash-Analysen dann in den nächsten Tagen. Freuen wir uns auf jeden Fall wieder drauf. Bis dahin, tschüss.